Willkommen zurück zum wahrscheinlich letzten Part des Hauptspiels und auch des Postgames, des Hauptpostgames von Pokémon Leuchtende Perle. Wir haben ja jetzt diese Inselkultur, was weiß ich, dieses Archipel ja auch jetzt komplett gezeigt und hier sind wir eigentlich auch so weit durch, aber es gibt den ein oder anderen Winkel, den ich euch noch gerne zeigen möchte. Und zunächst einmal fliegen wir nach Schleiede, das wird unser erster Punkt sein, weil ich mir da nämlich gerne eine TM-Attacke kaufen möchte, die man auch als Feldattacke einsetzen kann. Leider Gottes weiß ich nicht, wo man diese TM auch normal bekommen kann. Leider weiß ich nicht, wo man diese TM auch normal bekommen kann. Ja, so lautet es richtig. Deswegen kaufen wir sie hier einfach. Ich meine, Geld müsste man genug besitzen. Ich kann ja jetzt auch hier nochmal das ganze Zeug verkaufen, das ich nicht mehr haben möchte. Da gehen wir jetzt mal eine Ebene weiter nach oben. Ich meine, die erste Etage ist es ja, in der man TMs kaufen kann. Eine Werbeaktion, 8 Poké. Der Poké-Zähler. Interessant. Keine Ahnung. Nee, oh Gott, hier kann man dieses ganze unnötige Zeug kaufen. Ja. Ich verstehe nach wie vor nicht, wieso kann man keine Elixiere und Äther kaufen? Das wäre viel praktischer. Bitte Game Freak fixt es für die kommenden Pokémon-Spiele. Anders kann ich es nicht sagen. Okay, jetzt muss ich mal schauen, wo haben wir hier Blitz? Ich meine, ein Pokémon, das Blitz kann, haben wir. Ich weiß mal, wie viel Geld wir haben. So, einmal Blitz. So, was können wir sonst noch so für dich tun? Ja, mir eine Menge Zeug abkaufen. Das könnt ihr tun. Ja, ich glaube, wir brauchen hier kaum... Wie viele Top-Beleber haben wir eigentlich mittlerweile wieder? Einen, wir haben einen dazu bekommen auf dieser Zusatzinsel. Ich weiß nach wie vor nicht, wie man es nennen soll. Kampfinsel? Keine Ahnung. Gib mir da bitte mal einen Titel. Das kommt mir immer noch viel zu hell vor. So passt es besser. So tut es zumindest in meinen Augen nicht weh. Dafür sind wieder diese komischen Schleier da. Diese Neonlichter. Kann man sie so nennen? Will man sie so nennen? Ja, bitte kauf mir das ganze Carbon ab. Ich kann damit nichts anfangen. Den ganzen Schrot. Ja, das war's, denke ich mal, soweit. Oder wobei, wir haben doch sicherlich noch irgendwelche Wertgegenstände. Also ist mir übrigens scheißegal, wie lange der Part jetzt hier dauern wird. Ich glaube, ich würde es wirklich zum letzten Part machen. Ich habe leider vergessen zu zählen. Ich meine, es ist der 83. Part. Der 83. Part wird der letzte sein. So, das hätten wir ja schon mal erledigt. Und jetzt gehen wir am besten da gleich mal hin, wo was ich euch noch zeigen möchte. Das haben wir ja tatsächlich ausgelassen, weil ich damals eben Blitz noch nicht hatte. Und zwar gibt es, ja, hier unten bei Erzelingen was. Ich sollte übrigens mal speichern, wobei ich habe erst vor kurzem gespeichert. Blitz muss ja erstmal beigebracht werden. Also wie gesagt, wenn ihr mir sagen könnt, auch wenn ich es auch theoretisch auf PokeWiki hätte nachschauen können, wo man Blitz halt normal bekommt, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. So, nach was ist das hier eigentlich sortiert? Ich verstehe es nach wie vor nicht. Ja, wo ist denn jetzt Blitzmensch? Da. Übrigens Simon bei. Weil Simon hat ja dieses dumme Toxin da, das keine Sau braucht. So, kann man ja gerne mal verlernen. Wir brauchen es eh nur ein einziges Mal. Ich verstehe es ja nach wie vor nicht, warum man nicht wenigstens hier gesagt hat, ey Leute, wir machen das dieses Mal anders. Und entfernen Blitz einfach vollkommen als Feldattacke, aber nein, man musste ja unbedingt das machen.
dass man da wenigstens ja, eine Feldattacke hat, die man einsetzen kann. Es ist kompliziert, es ist crazy, es ist blöd. So, jetzt kann ich gleich wieder absteigen, weil ich hasse ja das Rad. Es fühlt sich so blöd an. Das hat sich deutlich besser angefühlt, mit damit rumzufahren in der vierten Generation. Und sie haben es mir deutlich hier vermiest. So, und ich rede tatsächlich, bitte jetzt nicht schamrot erglühen, diese Höhle hier. Ja, ihr seht's, es ist dunkel as fuck, aber wir können was dagegen tun. Ja, die Pokémon sind ja nicht der Rede wert, ich will euch nur mal geschwind zeigen, was man da so alles bekommen kann. So. Ich hoffe, es gibt hier keine Trainer, das wäre noch ultra peinlicher, wenn die dann so mit ihren Level 10 Pokémon daherkommen. Es gibt tatsächlich Trainer hier drin und Scheiße! Oh, das wird eine Zerstörung werden. Die Zerstörung dieser Höhle können wir das so ungefähr nennen. Aber gut, dass ich sie euch zeige. Das müsst ihr schon sagen, ist eine noble Tat. Eigentlich könnte ich hier komplett ausrasten. Die Höhle ist halt auch ziemlich kompliziert gespickt mit verschiedenen Gängen. Ich meine, hier kriegt man auch normalerweise eine Begleitperson. Okay, kann gut sein, dass ich vielleicht doch nochmal einen weiteren Part mache. Und ich dadurch dementsprechend auch die Folterspanne. So, ich bin mal gespannt, was sie hier so für Pokémon einsetzen. Ja, das ist alles nicht der Rede wert. Dann, was schlagt ihr denn so für Level vor für die Dinger? Oh Gott. Die Zerstörung der Kleinen. So kann man es wirklich nennen. Wie gesagt, genau sowas wollte ich eigentlich verhindern, weil es ist jetzt so scheiß langweilig. Aber ich muss es einfach nachtragen, das ist Chronistenpflicht. Das ist genauso wie diese ganzen Surfergebiete. Oder die Kraxelgebiete, die man erst im Nachhinein machen konnte. Ich meine, ich würde nicht alles jetzt nachträglich sagen, es gibt nur ein paar prägnante Orte, die es wert sind, gezeigt zu werden. Meine ich zumindest. Ich meine, ich kann mich auch vollkommen irren. Das ist übrigens der einzige Ort, wo ihr, meine ich, Kaumalat fangen könnt. Oder zumindest relativ früh im Spiel. Da hatten wir auch unser Kaumalat her aus dem Suigetter von Pokémon Platin. Für die, die das nochmal rekapitulieren wollen. Ja. Wie gesagt, das ist ja alles nicht der Rede wert. Das ist mal wieder... Ja, blöd, nur das Problem ist, die meisten Items werden halt von solchen Trainern mehr oder minder bedeckt und deswegen müssen wir quasi gegen die kämpfen. Das ist ärgerlich, aber was soll ich denn sonst noch tun? Also wenn ich euch schon die Rematches nicht zeige, dann wenigstens hier, wie wir diese Leute hier besiegen. Das sagt mir allerdings auch, okay, kriegen wir Doppelteam. Das sagt mir allerdings auch, man muss Blitz vor dem dritten Orden schon erhalten. Anders kann ich es mir nicht erklären, anders ist es nicht logisch. Aber ich kann mir schon vorstellen, wo das liegt. Ich werde es nicht glauben, aber ich kann es mir vorstellen, wo das liegt. Kann ich euch mal später zeigen. Jetzt erstmal hier wieder der nächste Kleintierkampf. Ich meine, es gibt ja auch diese tolle... Ich glaube, die werde ich euch auch noch zeigen, und zwar die, das Erzelingentor. Das hat ja eine Erweiterung, die man beim ersten Mal nicht besuchen konnte, weil man da noch kein Zertrümmerer hat. Und ich glaube, da liegt Blitz. Das ist natürlich total dämlich platziert, weil man jetzt da quasi von den Spielern erwartet, ach ja, die werden ja schon auf ihrem Rückweg das Ganze besuchen. Seid doch nicht so naiv, Mensch. Und denkt, dass die Spieler sich was dabei denken. Aber man kann halt notfalls auch Blitz kaufen und dann hat sich das Ganze schon erledigt. Das werde ich, glaube ich, und hoffentlich in Zukunft bedenken, wenn ich ja, hier hingehe oder das Spiel nochmal neu spiele. Was ja durchaus mein gutes Recht ist, ein Spiel erneut zu spielen.
Ja, nur das Ganze zieht sich jetzt halt enorm in die Länge, weil die Höhle ist jetzt da mal nicht die kleinste. Deswegen ist es vielleicht ganz intelligent, wenn ich nochmal so zwei, drei Parts hinten reinpacke. Im Schlepptau habe, im Portfolio. Aber es werden dann, denke ich mal, ganz entspannte Parts werden. Ich sollte halt nur darauf bedacht sein, vor 4 fertig zu werden, weil ich möchte natürlich noch was mit Rotor machen und das kriegt man halt nur in den Abendstunden. Ja, also man sieht ganz klar, dieses Gebiet ist eigentlich an alle Spieler gerichtet. Okay, kriegen wir nochmal einen Sonderbonbon, also das, alleine deswegen hat es sich schon gelohnt. An alle Spieler gerichtet, die was eigentlich, die erst den zweiten Orden haben. Da lässt sich einiges mit anstellen, ansonsten Finger weg. Es lohnt sich nicht. Aber wie gesagt, Chronistenpflicht, das Prinzip der Chronistenpflicht sollte hiermit erfüllt sein. Wenn wir sicherlich hier noch den anderen Trainer haben. Und die werden wir natürlich auch noch bekämpfen, beispielsweise die beiden hier. Denn Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Und es würde mich übrigens nicht wundern, wenn hier einer dieser Trainer ein Felino einsetzt. Das wäre das Pokémon, das uns tatsächlich gefehlt hat im Dex. Wobei ich generell nicht meinen Finger drauf legen würde, dass alle Trainer, die man in diesem Spiel trifft, auch die Pokémon einsetzt, die den kompletten Pokédex abdecken. Ich glaube, das wirklich einzige Pokémon, das wir nachträglich in der Wildnis nachtragen mussten, war tatsächlich Felino. Was eigentlich auch nicht so gedacht war. Ich würde sagen, ich mache einen 20-Minuten-Part jetzt hier draus, damit das nicht allzu peinlich rüberkommt. Weil ich will nicht noch einen weiteren Tag von euch großartig verschwenden. Also diese Höhle wird hoffentlich noch in diesem Part vollständig zu Ende gemacht. Ja, da waren wir schon. Ja, hier kann man sich leicht verlaufen, weil es ist halt, sagen wir mal, kein linearer Korridor. Nicht so wie viele andere Höhlen hier in Pokémon. Diamant und Perl, also auch schon in den Originalen. Ich meine, es gibt auch eine andere Seite von der Höhle und dort kriegt man quasi diese Assistenz. Die wir hier schon gebraucht hätten. Okay, jetzt haben wir hier noch diese netten Leute hier und ich glaube, dann gehen wir mal wieder raus. Und dann gehen wir mal auf der anderen Seite rein. Also wie gesagt, und ohne Blitz ist es eigentlich recht unmachbar. Also ich hätte hier wirklich erwartet, dass man das Ganze rausstreicht mit dem Blitz. Dass man einfach reingehen kann, aber nein, man wollte sich ja unbedingt so nah ans Original halten. Ja, aber was den EP-Teil angeht, da wollte man sich nicht ans Original halten. Also ist sehr seltsam, was ist halt mal wieder typisch Pokémon. Da, wo dringend Veränderung notwendig wäre, macht man nichts. Und dort, wo man eigentlich nichts verändern sollte, da macht man was. Aber was ja auch dadurch an
ans Licht gekommen ist, dass eigentlich mehrere Leute gesagt haben, dass eigentlich mehrere Leute jetzt quasi offenbart haben, dass die Spezialeditionen vor Pokémon Platin eigentlich unnötig waren. Also sagen ja immer wieder, ja, Diamant und Perl sind die schlechteren Spiele zum Remaken, man sollte lieber sofort Platin remaken. Ich glaube, der Aufschrei, den Aufschrei gab es bei Feuerrot, Blattgrün, Hardgold und Soul Silver und bei Omega Ruby und Alpha Saphir nicht. Da hat man gesagt, nee, eigentlich waren die Originale schon gut, hat es eigentlich keine Spezialedition gebraucht. Und weil ich eigentlich immer der Meinung war, weil ich eigentlich immer gedacht habe, dass ich alleine diese Meinung habe. Oder einer der wenigen war, das so empfindet. Ja. Ich glaube, wir können ja wieder rausgehen. Und das tun wir mal schön über Fluchtseil und dann gehen wir halt über die andere Seite wieder rein. Da kriegen wir dann, glaube ich, eine Assistenz. Ja. Also das ist so ziemlich das, was ich am meisten bereue. Ja, und hier muss man... Das ist richtig beschissen. Weil da sieht man den Eingang nämlich gar nicht. So. Aber ich glaube, hier wird es anspruchsvoller, weil hier müssen wir tatsächlich Dinge stärker einsetzen. Aber das will noch nichts heißen, Leute. Das will noch lange nichts heißen. So, setzt mal wieder schön Blitz ein. Wobei, ich glaube, nee, es gibt dann doch keine Assistenz. Es gibt, oder vielleicht gab es die Assistenz nur, wenn man noch nicht so weit fortgeschritten ist. Aber ich kann mich auch da wieder vollkommen irren. Das ist jetzt so die Kammer. Dort könnt ihr Kaumalat und so weiter fangen. Ich meine, hier gibt es keine Trainer. Aber dafür gibt es sicherlich Items. Wie ein Top-Adder beispielsweise. Das ist jetzt nicht schlecht. Müsst ihr zugeben, das ist nicht von schlechten Eltern. So. Na, der Gott, ist man auch hier wieder mehr oder minder verdammt mit dem Fahrrad zu fahren. Wo geht's hier hoch? Und da geht's nur wieder raus. Also hier muss man, glaube ich, aufpassen. Dass man nicht. Wobei, ja gut. Ja. Ich habe das ungute Gefühl, dass ich hier falsch bin. Ah ne, hier muss man den Gang zurückschalten. Dann hüpft man nämlich nur so hin und dann kommt man hier rum. Weil ich jetzt nicht weiß, wie wahrscheinlich ist es ist, hier auf Kaumalat zu treffen. Ich meine, ich werde es jetzt hier nicht machen, weil ich brauche kein Kaumalat auf Level 10 oder 15. Vorsicht, ich möchte eigentlich erstmal hier das Ding haben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, eine Griffklaue kriegt man ja tatsächlich. Machen wir wieder hier den anderen Gang. Ich hasse es einfach nur. Also Fahrrad, es hat schon bessere Tage gehabt. So, Generation 1 und 2, als diese ganze modifizierte Scheiße noch nicht dazu kam mit dem zweiten Gang. Weil ich meine, das gab es ja schon in Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd und dort war es noch viel, viel schlimmer. Wenn ich mich da an den Himmelturm erinnere, wie ich da rumgeeiert bin. So, und hier gibt es sicherlich nochmal ein Item, oder? Da geht es ja nochmal tiefer runter. Hier gibt es nochmal ein Item und zwar Themen 26 Erdbeben. Sehr schön. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch das Erzelingentor. Dann nehme ich mir jetzt die Zeit, also ich glaube, hier sind wir soweit fertig. Ich muss nur geschwind ja, wieder raus, weil ich glaube, hier gibt es keine Trainer mehr. Ich hoffe es auch sehr, weil ich habe keinen Bock auf irgendwelche Trainer. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr gegen irgendwelche Leute kämpfen mit einem Bidiza auf Level 15 oder so. Ich habe gedacht, wo kommen wir denn jetzt wieder raus? Also das ist wieder mal total scheiße gemacht, aber das hat mich auch schon im Original aufgeregt. Wie? Es gibt da... Das ist ja so wie... Wobei, man hat auch schon, glaube ich, in Zelda 1... Ich meine, ich habe ja Zelda 1 durchgespielt.
hat man auch schon solche Gemeinheiten gemacht, um irgendwie ranzukommen. Und dann denkt man sich so, wie hat man sich das vor dem Internetzeitalter aus dem Arsch rausgezogen? Ich glaube, auch hier haben die ersten Spieler das erst gemerkt, als sie sich den Spielberater gekauft haben. Aber gut, ich reg mich wieder viel zu sehr auf. Ich sollte mich nicht so sehr aufregen. Ich weiß. Ich weiß. Erzelingentor. Erzelingentor machen wir jetzt noch geschwind. Ich glaube nicht, dass da irgendwie großartig Trainer sind. Und dann lasst mich bitte in Ruhe. Dann gibt es im nächsten Part, keine Ahnung, was es da noch gibt. So, ich verwette meinen Arsch mit euch. Da gibt's Blitz. Ich glaube, da macht man auch recht viel mit dem Fahrrad. Deshalb das auch anfangs ein bisschen abschreckend. Weil ich meine, wie oft kommt man hier nochmal zurück? Es ist unwahrscheinlich. Oh Gott, da ist ein Fahrradfahrer. Scheiße. Aber er will nicht kämpfen. Ja, danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich hier das Fahrrad einsetzen soll. So, einmal und zweimal und... Durchbruch! Ne, wer kriegt der Durchbruch? Und ansonsten kann man hier surfen. Das ist ein Trainer, den überspringe ich jetzt erstmal, aber ich werde ihn natürlich gleich machen. Ich sagte, ich möchte das unter 25 Minuten halten, das Video. Das dürfte durchaus... Ja, komm, jetzt auf. Schieben, schieben. Ja, Tafel. So. Wenn das jetzt Blitz ist, lache ich mir den Arsch ab. Aber echt. Ne, Power Punch. Die TM01. Das ist eigentlich eine gute Kampfattacke. Dann kämpfen wir halt jetzt noch gegen den Hein. Ich bin mal gespannt, was du für Pokémon einsetzt. Der muss ja zumindest was auf Level 30 haben, weil davor hatten wir Surfer noch nicht. Meine ich zumindest. Riolu! Wow! Ich bin erstaunt. Also man kämpft ja auch gegen einen Trainer Riolu. Aber Level 33, immerhin. Immerhin stärkere Pokémon als in dieser anderen Höhle. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Nur das Problem ist halt auch hier wieder, wer denkt sich, nachdem er Surfer erhalten hat, oh, wie geil, ich muss jetzt unbedingt zurück zum Erzelingentor, um das zu machen. Wahrscheinlich wobei Fliegen hat man ja vor Surfer bekommen. Wer denkt sich das nach dem 5. Orden, mal ganz ehrlich? Oder wer hat sich das von euch gedacht? Ihr habt wahrscheinlich diesen Ort alle übersehen. Es sei denn, ihr habt euch natürlich gefragt, oh, Power Punch wäre schon schön, wenn man das bekommt. Ja, ich glaube, ich habe diese Ortschaften noch nicht mal in Ding nachgetragen, in Diamant. Also es ist ein ganz spezieller Service, also an die 125 Parts werde ich jetzt in diesem Abschnitt nicht mehr rankommen, aber immerhin zeige ich es euch jetzt, zeige ich euch diese Ortschaften. Ich meine, wir waren ja in dieser einen Höhle in Pokémon Platin, weil Luca ja unbedingt Kaumalat haben wollte. Ich meine, es sei ihm vergönnt und das war gerade wieder, dämliche Aktion, kann man so sagen. Ich würde mal sagen, ich stelle meinen Wecker morgen noch nicht, weil ich wahrscheinlich erstmal die Parts durchrendern möchte. Das ist jetzt so mein erstes Ziel. Es sind ja nicht so viele Parts, daher. Ja, come on. So, was gibt es hier noch so Schönes? Kriegt man hier noch irgendwo Blitz? Ich wundere mich gerade, wie lang diese Höhle ist. Ja, aber ansonsten gibt es hier absolut gar nichts und deshalb verlassen wir diese Höhle wieder und brauchen jetzt quasi alle Fluchtseile auf, die wir das über das ganze Spiel lang nicht gebraucht haben. So, raus mit uns und ich würde mal sagen, 25 Minuten sind genug für diese Welt. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet ihr uns, Stefan, daran, Freundschaft.